Herr Sinnerschneider, es freut mich riesig, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu uns zu kommen, zum Close-up. Sie sind ja mittlerweile in München unterwegs, wo Sie ja auch leben. Wie viel Zeit bleibt Ihnen da als vielbeschäftigter Schauspieler, privat Ihre Heimat zu besuchen? Ja, immer noch genug. Ich habe mir das auch immer früher, auch wie die Eltern noch gelebt haben, habe ich mir das immer herausgenommen. Ich glaube, München ist deshalb ein Standort auch gewählt, nicht nur, weil ich da mit meiner Freundin lebe und da kennengelernt habe, sondern weil das immer so die Hälfte der Zugfahrt zwischen Hamburg und Graz war. Also es waren irgendwie 6 Stunden nach Hamburg und 6 Stunden nach Graz. Und das war immer so der Mittelpunkt. Sie haben sich sehr früh für die Schauspielerei entschieden. Davor war ja aber noch die erste große Leidenschaft, die Musik, beziehungsweise hat die Schauspielerei Sie gefunden? Ja, also ich weiß nicht. Ich bin in Mautern als Kind aufgewachsen. Habe das sehr genossen. Meine erste Sozialisierung war, glaube ich, das Ministrieren. Und die Eltern haben einmal erzählt, dass sie auch ganz erstaunt waren, dass meine ersten Worte nicht Papa, Mama waren, sondern Ipapa und Imama, wo es so viel geheißen hat wie Himmelvater und Himmelmutter. Also wahrscheinlich war ich vor dem Ministrieren schon in der Kirche oder irgendwo habe gewusst, wo ich hin muss. Also das war so meine Berufsvorstellung beim Ministrieren. Oder weil das Stift Admont dann naheliegend ist? Ja, ich habe mir gedacht, dass ich nach Admont komme, dort lande, bei dem Schwimmbad, das jetzt gerade umgebaut wird im Mautern, wird er zu meinem Leidwesen, weil der erste Bau so toll war. Habe ich also meine so Vorstellungen irgendwie gehabt, dass mir da klar vor Augen vorgeschwebt ist, dass ich entweder nur Pfarrer werden kann. Da ist so die Schulschönheit für uns auf der Matratze getrieben und herum so ihre Verehrer. Man denkt, ja, das spielt sich irgendwie für mich nicht. Und dann habe ich mir eben vorgestellt, ja, ich gehe als Pfarrer nach Admont. Und das ist nicht so gekommen. Ich bin in einem sozialistischen Knabeninternat im Keller der Mädchenhauptschule in Eisenerz gelandet, dazwischen noch der Kindergarten gelagert. Also ich war dann eher in eine andere Sozialisation eingebettet, die wahrscheinlich viel zeitnah und für Außenseiter besser war. Waren Sie ein Außenseiter? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich war das einzige späte Kind meiner Eltern, wurde auch immer sehr behütet. Es gab ein paar ältere Mitschüler, die irgendwie dann kommen durften oder so. Ich war da genau am Weg zwischen Hauptvolksschule und der Kirche. Und ich habe denen immer bewundert, die Schulgänger, weil die haben schon mehr gewusst wie ich. Und ich habe dann immer versucht, die Aufmerksamkeit wahrscheinlich durch Indianermaudel spülen aus diesen Indianerwundertüten oder so, dass die da stehen bleiben bei mir. Und weil ich eigentlich nicht so, ich war glaube ich Einzelgänger auch und wurde auch so behütet. Also gut behütet, ja. Am Land aufgewachsen. Ja. Und dann aber, wie gesagt, nochmal die erste Leidenschaft. Ja, sozialisiert. Der Rock'n'Roll eigentlich, weil ja, das die erste kam Leidenschaft. Beides. Das war sehr seltsam, weil ich habe mir gedacht, ich komme nach Admont. Dann kam einmal ein Verwandter von uns, der war Schuldirektor in Graubart, und der hat die Eltern so gefragt, und in diesen Jahren, was habt ihr mit dem Buben vor? Haben sie gesagt, das wissen wir nicht. Und dann hat er gesagt, was kann er? Da haben sie gesagt, ja, zeichnen. Dann hat er gesagt, dann gibt es noch das Musisch-Pädagogische nach Eisenerz. Das war damals so seit 64 so das erste im obersteirischen Raum. Und dann bin ich da gelandet. Und das war sehr schlimm, weil ich war das nicht gewohnt irgendwie. Ich war ja immer nur zu Hause. Mhm. Und das Interessante war, dass genau an diesem Tag, bevor ich da rübergekommen bin, da hat es ein Erlebnis gegeben. Ministrieren in der Früh, dann sind wir mit den Kinderfreunden auf die Dollinghöhe gefahren und zwischen Trofeiach und Donauwitz, da war dann irgendwie so ein Fest und da habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Gruppe gesehen, die mit E-Gitarren oder mit Schlagplatteln gespielt hat und das hat mich fasziniert. Und dann sind wir nach Hause gekommen und da gab es immer so eine Trailer-Sendung, der Vorläufer des österreichischen Film-Trailers im Fernsehen, und da wurde ein Film vorgestellt, der hieß American Graffiti. Und da habe ich 3 Nummern gehört, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Und das waren so Rock'n'Roll-Nummern aus meinem Geburtsjahrgang. Und da habe ich mich total irgendwie aufgehoben gefühlt, habe aber noch nicht gewusst, was das ist. Und dann
kam noch dazu, dass man der Pfarrer Linkenseder, bei dem ich Mistrieden begonnen habe, so in alten Ritus noch, in diesem außerordentlichen Latein, wo wir nicht gewusst haben, was wir da reden, der hat mir immer, wie ein Eisenerz drüben war, noch jeden Sonntag hat er mir einen Plastiksackel gegeben und in diesem Plastiksackel, das er von oben runtergeholt hat, waren Bravo-Hefte drinnen, aber antike. Also ich habe von ihm die ganze Bravo-Sammlung bekommen, vom ersten Heft 1956 bis zum letzten 1969. Und das war eigentlich meine Schulfibel für die Mittelschule fürs Moped. Und da war halt alles drinnen, da habe ich alles nachschlagen können. Vorher habe ich nur zeichnet und Filme geschaut halt im Kino. Das war halt mein... Gelesen habe ich nie viel. Das ist auch sehr seltsam. Aber da war ja der Weg dann nach Eisenerz, obwohl Eisenerz ja auch nicht wirklich irgendwo eine Film- und Kunstmetropole ist, trotzdem ein Eintritt in eine komplett neue, andere Welt. Was? Und für mich war das wirklich bestimmend als ein Weltbild. Das war für mich so die Erfahrung der Welt in der Nussschale. Weil Eisenerz hat damals doch noch 14.000 Einwohner gehabt, 73, wie ich rübergekommen bin. Und das war ein abgeschlossener Kosmos. Ich kannte das als Kind schon. Ich durfte sogar mal auf der Lokomotive, auf der Zahnradbahn da mitfahren und so, weil der Vater Eisenbahner war. Deswegen auch heute noch immer mit Zug unterwegs, weil das galt wahrscheinlich als soziale Entwurzelung, wenn man sich da einen Führerschein zugelegt hätte. Wir haben in der Familie nie ein Auto gehabt und so. Aber das ist ja. Und ich habe das damals schon gekannt und das war für mich schon so ein Wunder. Schale, dieses Eisenerzimmer mit diesem Museum, mit diesen Tändlerfiguren, mit Eisenblüten, dann diese bizarren und pittoresken Berggebilde zwischen Kaiserschütt und Pfaffenstein und der Erzberg und das Leopoldsteiner See, Schloss Leopoldstein, dann diese ganzen Hochofenanlagen und Rösten und das war schon sehr interessant. Und gerade aus Eisenerz kam dann die Band Johnny Silver heraus, die sie sogar in das steirische Rockarchiv geschafft hat, wo man jetzt noch nachlesen kann, was ja super ist, weil ja, das dann auch erhalten bleibt und nicht vergessen wird. Wie viel Johnny Silver steckt jetzt eigentlich noch im Johannes Silverschneider? Ich glaube, mehr als man, nicht als man lieb ist, aber mehr als man glaubt. Ich glaube, das war die prägendste Figur in meinem Leben. Weil es ist ein alter Ego, das ich mir auch nicht selber ausgesucht habe. Das hat mir dann mein Nachbar vom Internat, das war der Sohn des damaligen Bergdirektors, René Juwanschitz hat er geheißen, und die hat mir das verpasst, so von der Schülerzeitung. Johnny Silver, du brauchst irgendeinen guten Namen. Und das hat mir auch gefallen. Und die Clappers hieß die Band, Johnny Silver und die Clappers. Und das war eine Fehlübersetzung, weil unser Turnlehrer, der Professor Meixner, der auch sehr entscheidend war für meine Gedankengebäude und für mein Weltbild, der hat immer gesagt, oh, der Silver Johnny und seine Knoller spielen wieder. Und das ist falsch übersetzt eigentlich. Aber Clappers hat mir gefallen. Und warum wurde es dann doch das Max-Reinhardt-Seminar? Warum genau, weiß ich nicht, aber es hat das Überlegungen gegeben. Es war so, wir haben dann halt beim Bandwettbewerb mitmachen dürfen, wo da einmal so eine Vorentscheidung in Eisenerz war. Und dann sind wir im Finale in Graz gelandet, das in der Arbeiterkammer, im Arbeiterkammersaal. Das war natürlich das Fanbus mit runtergefahren und das war super. Dann waren wir eigentlich am Zenit unseres Vermögens. Und da sind wir Publikumssieger geworden und haben gewonnen, dass wir als Vorgruppe bei den Turning Point bei der Österreich-Tournee spielen können. Und dann haben sie aber die Turning Point aufgelöst in den Ferien. Und es war so, dass unser Internatslehrer, der war der Kurt Mankowski, unser Deutschprofessor und Geschichteprofessor, der hat eine Bühnenspieltruppe geleitet, wie das damals üblich war in den 70er Jahren an musisch-pädagogischen Gymnasien. Und der hat mich da eigentlich als Mangel an geeigneten oder als Mangel an jungen Menschen da hineingenötigt. Die haben damals gerade gespielt Kurt Götz, das erste war das Haus in Montevideo. Und da gibt es 12 Kinder. Also, und das letzte fehlte, weil bei 14-Jährigen waren nicht so viel Material, aber ich habe eh ausgehört wie ein 8-Jähriger. Und ich durfte dann eine Frauenrolle, Ultima, aber durfte ich dann als Knabe spielen, mit ein paar Tischgebeten. Und dann hat er ganz rudimentär gemeint, nach der Premiere, und du gehst aufs Reinhardt-Seminar. Und ich habe den Ausdruck noch nie gehört. Ich habe bis eher mit Priesterseminar assoziiert, habe gesagt, ich wollte eh Priester werden, habe ins Kloster gehört, ich habe gesagt, ja, Schauspielschule, du Trottel. Okay.
das war eigentlich der legendäre Berufungssatz aus seinem Munde. Ja, der hat aber offensichtlich gut gewirkt. Ja, und eben durch dieses Fehlen dieser Österreich-Tournee habe ich mir gedacht, die Infrastruktur im Rock'n'Roll ist nicht so gut in Österreich, weil Auftrittsmöglichkeiten hast du nicht so viel geben wie irgendwelche sozialistischen Häuser, die Begegnung oder irgendwelche, weiß ich nicht. Da gehen wir doch auf die Bühne. Kellerlokale. Und dann habe ich gedacht, probieren durch, ist das eine Ruhe geben. Und das hat mystischerweise gleich sofort geklappt.